Hallo meine Freunde des erhöhten Pulses. Wir erhalten nun Tipps von der Polizei, wie wir uns gegen eine Messerbereicherung wehren bzw. wie es gar nicht erst dazu kommen lassen. Das ist ein Artikel aus Österreich und diese sind aktuell, wie es scheint, einen Schritt weiter. In Deutschland leben wir ja immer noch nach der Devise 1 Meter Abstand halten. Wenn dich das Thema interessiert, bleib einfach dran. Am Ende gibt es auch noch einen Tipp von mir, der vielleicht wirklich hilft. Polizeitipps für Messerbereicherung: Siezen Sie den Täter, halten Sie Abstand. Mit der Überschrift würde ich erstmal sagen, okay, den Täter zu siezen kann halt den Vorteil haben, dass die Leute sich nicht angegriffen fühlen, aber das hat schon irgendwie einen sehr devoten Charakter. Halten Sie Abstand ist definitiv sinnvoll, aber man weiß ja nie, wer gleich komplett austickt. Das ist ja immer das Problem. Die neuesten Tipps der Exekutive für das richtige Verhalten bei Bereicherungsangriffen werden im Web bereits diskutiert. So rät die Polizei dazu, von den Tätern Abstand zu halten, zu schreien und die Kriminellen zu siezen. Generell stellen sich die Frage, warum sind wohl derartige Ratschläge nötig? Warum sind solche Ratschläge nötig? Wir sehen ja, was in Deutschland, Österreich, Europa aktuell auf den Straßen los ist. Und leider Gottes haben wir jeden Tag einen Bericht, wo wir über ein solches Thema berichten können. Ich persönlich würde über dieses Thema gerne weniger berichten müssen, wenn weniger passiert, aber aktuell ist die Tendenz eher in Richtung, es passiert halt immer und immer und immer mehr. Die Exekutive meint, ganz allgemein, verhalten Sie sich selbstbewusst, schreien Sie den Täter an, siezen Sie den Täter und gehen Sie auf Abstand. Umstehende werden dadurch womöglich auf die Situation aufmerksam und können zu Hilfe eilen. Ja, das wäre theoretisch möglich, dass Leute zu Hilfe eilen, aber viele werden nicht zu Hilfe eilen, weil sie halt keine Lust auf vielleicht eine Bereicherung ihrerseits haben, was ich auch vollkommen verstehen kann. Das Problem ist, dass die Exekutive, also die Polizei, die diese Tipps ausspricht, nicht wirklich viel gegen diese Täter tut. Und das ist doch schon mal das erste Problem. Es ist absolut richtig, auf Abstand zu gehen. Es ist absolut richtig, die Leute nicht zu provozieren. Aber es ist doch die absolut falsche Herangehensweise, das den Leuten nahezulegen und damit im Prinzip wieder nicht das Problem zu bekämpfen, sondern ein Symptom. Wir müssen das Problem an der Wurzel anfassen. Ich habe jetzt noch den allerbesten Tipp für euch. Ja, gar nicht erst in so eine Situation kommen, natürlich. Aber wenn man schon irgendwie in die Innenstadt geht, auf den Weihnachtsmarkt geht oder, habe ich euch mal hier in die Videobeschreibung eine Schnitt- und Stichschutzweste gepostet. Damit fühlt man sich zumindest schon mal einigermaßen sicher. Ich kann euch nur sagen, das Messer ist auf der Straße mit Abstand am allergefährlichsten. Schlimmer als eine Schusswaffe, definitiv. Und ich kann nur jedem empfehlen oder auch den Kindern oder Enkelkindern, begebt euch in einen Krav Maga-Kurs. Die Kurse sind relativ teuer, aber dafür bringen sie halt extrem viel. Der Vorteil dadurch, dass diese Kurse relativ teuer sind im Vergleich zum Beispiel zu Boxen oder Kickboxen, man hat ein anderes Klientel anwesend, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich finde es absolut lächerlich und wenn man sich anguckt, was aktuell bei uns auf den Straßen los ist, kann ich nur jedem empfehlen, sich so eine Weste zu holen. Ich werde mir wahrscheinlich auch zwei davon holen. Einfach sicher ist sicher. Man weiß nie, was passiert, was kommt und naja, damit fühlt man sich schon mal deutlich sicherer als irgendwie ohne. Ich hoffe, euch haben die Tipps wirklich weitergebracht, gerade die Tipps von der Polizei sind die besten, die es gibt. Dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wir hören uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Marvin. Ciao.